Okay. Ja. Ja, also, ja, was? Also wir nehmen jetzt ein Video mit dir auf. Ja. Und dieses Video besteht darin, wir haben Fragen schon beantwortet. Und die Leute, die sind dann eingeblendet im Schnitt später in der Post-Production. Wieso bin ich hier? Es ist Samstag. Wieso bin ich hier? Also. Ja, wir hätten ja auch einfach gar nichts hochladen können wieder einfach, oder? Okay, also pass auf, ich muss jetzt also Fragen beantworten und ihr habt die Antworten vorher aufgenommen. Wir haben Fragen, diese Fragen haben wir schon beantwortet. Mhm. Du musst sagen, was wir beantworten, also wie wir die beantwortet haben. Ihr habt euch die Fragen selber ausgedacht und gleichzeitig dazu noch die Antwort. Ja, und du musst unsere antworten. Das sind ja Fragen von uns, du musst ja... Ihr habt euch die gegenseitig gestellt. Ja, wir haben so... Du musst einfach unsere antworten. Wenn jetzt die Frage ist, oder was ist unsere Lieblingsfarbe, dann musst du sagen, ja, von Tobi ist das. Ocker. Ocker. Voll gut. Wirklich? Nee. Ja. Dann musst du halt sagen, von Julius ist das, von Tobi ist das. Du musst unsere beiden Antworten quasi. Okay. Ohne Ocker. Okay, let's go. Okay, wie alt Der Hund ist hier. Wie alt sind wir, Sebastian? 18. Ich bin junge, knackige 21 Jahre alt. Julius ist 18. Und Tobi ist 21. Ja, richtig. Das war eine Einsteigerfrage. Imagine, Julius hätte heute so über Nacht Geburtstag. Wie würdest du unser Verhältnis zu dir beschreiben? Also Tobis Verhältnis zu dir und mein Verhältnis zu dir. Also ich glaube, dass man schon so ein bisschen freundschaftlich sich näher gekommen ist so. Auch wenn ich jetzt noch nicht so lange dabei bin. Klar ist er zwar der Arbeitgeber, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen freundschaftsmäßig geworden. Nein, also ich muss sagen, in den 4 Jahren, in denen ich ihn jetzt schon kenne, ist er auf jeden Fall also einer meiner allerengsten Freunde geworden, einer meiner besten Freunde geworden. Und natürlich hat man auch das Arbeitsverhältnis, was ich eigentlich sehr nice finde, weil man auch dann so, man kennt sich schon sehr, sehr gut und man connectet sich schon sehr, sehr gut. Und man ergänzt sich auch sehr, sehr gut und ich kenne ihn mittlerweile schon sehr gut. Und ich, einfach Freundschaft, sehr, sehr gute Freundschaft. Es war sehr lang, es tut mir leid, ich mach das nicht, es tut mir leid. Unser Verhältnis, also das Verhältnis von Tobi und mir ist, würde ich schon sagen, freundschaftlich und locker, cool, episch. Hast du episch gesagt? Nee? Digga, was die anderes gesagt? Keine Ahnung, Tobi, ich kenne es halt schon seit super lange, seit 4 Jahren oder so, glaube ich. Habe ich auch gesagt. Und es ist eigentlich ziemlich entspannt, glaube ich, locker. Ich glaube, wir haben so ein gutes Ding zwischen Freundschaft und Arbeitsverhältnis so. Habe ich, glaube ich, auch gesagt. Ja, und wir haben nur ein Arbeitsverhältnis, wir sind definitiv nicht befreundet. Julius nicht gesagt. Also ich würde sagen, bei Julius und mir ist es noch ein bisschen anders, weil wir uns noch nicht so lange kennen. Aber wir werden gerade ziemlich warm miteinander. Mhm. Ne? Und ich glaube, es ist ein ganz gutes Vertrauensverhältnis, glaube ich, was definitiv gerade wächst, würde ich sagen. Es ist ein ganz gutes, lockeres Verhältnis. Ich glaube, wir kommen gut miteinander klar. Ich bin sehr happy mit der Arbeit, die du machst. Tatsächlich nicht wie bei Tobi. Ne? Tobi kann ich das ja nicht sagen, weil er sonst wieder sagt, was bist du für ein schlechter Freund, wenn du mir sagst, dass ich schlecht mitarbeite. Hab ich noch nie gesagt. Sagst du immer, ich bin schlechter Freund. Hab ich noch nie gesagt. Du sagst immer, ich bin schlechter Freund. Ja, das stimmt. Ja, weil ich mit deiner Freundin zweimal was hatte. So what? Ich hab keine Freundin. So what? Tobi ist Single, schreib mir auf Instagram. Julius ist auch Single, schreib dir auf Instagram. Bist du Single? Oh, fuck. Ich hoffe schon. Ja, anyways, ich glaube, das trifft's ganz gut, oder? Was hast du gesagt? Ich habe ziemlich was Ähnliches gesagt. Ja. Nein. Okay. Easy. Wie lange können wir uns vorstellen, noch im Team zu bleiben? Boah, nach oben ist für mich eigentlich die Grenze ziemlich offen, also mehrere Jahre. Ich habe keine Zahl irgendwie, dass ich jetzt sagen könnte, ich bleibe jetzt noch 2 Jahre oder so. Es macht gerade extrem Spaß, es ist gerade extrem geil. Und solange man sich noch versteht und ich hoffe, es tut man immer, bleibe ich. Nicht? Julius schüttelt den Kopf. Sebastian, bitte nicht rausschneiden. Boah, das ist eine Assi-Frage. Es gibt, ja, glaube ich, 50-50, was du antworten kannst. Ja gut, macht Sinn. Entweder, ne? Also erst, kannst du erst mal sagen, was Julius gesagt hat. Ne? Der heißt ja gerade erst da. Ja, aber trotzdem kann er ja schon eine Vorstellung haben. 1 bis 3 Jahre. Ich habe jetzt keine Zahl gesagt, aber... Nee, das wäre jetzt das, also länger kann ich dich nicht hier behalten. Julius. Ich stelle immer wieder Neues ein, weil sonst wollen die immer mehr Geld. Wie lange war Kündigungsfrist? Hm? Ne, also du hast gar keine Zeit gesagt. Du sollst einfach mal schauen. Nee, ich habe gesagt länger, aber ich habe keine Zeitbegrenzung. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch schon länger. Also ich weiß nicht, was so deine Pläne sind. Du bist doch ziemlich jung. Aber es läuft ganz gut so. Warum sollte man das ändern, ne? Genau. Yeah. Bei Tobi weiß ich es tatsächlich nicht. Tobi sagt immer, er hat Bock auf ewig da zu bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil irgendwann wirst du wahrscheinlich dich A, entweder umbringen. Nein. Oder B, irgendwas Eigenes machen. Deshalb kann ich es bei Tobi wirklich genau nicht sagen. Aber ich denke auch schon noch länger, oder? Ich habe gesagt, ich habe kein Ende. Ich finde es einfach geil, wie geil es momentan ist. Und solange wir uns verstehen und solange es so gut läuft, kann man es immer so weiterführen. Ja, solange ich noch Geld bezahle, was bleibst du? Und wenn ich nicht mehr bezahle, willst du gehen, ne? Ich will auch ohne Geld bei dir arbeiten. Das ist sau dumm, das macht man nicht. Habe ich aber gemacht. Das, ja. Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Aber nächste Frage. Okay. Das ist wirklich eine gute Überleitung. Mhm. Entweder bei dir bleiben oder 1 Million Euro bekommen. Ja, nee, dann würde ich eher im Team bleiben. Ich pack meinen Koffer und ab nach Spaß. Nein, definitiv Revi. Ich glaube, 1 Million kannst du immer irgendwie auftreiben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überheblich, aber Revi kannst du nicht immer auftreiben, ne? Deswegen. Oh. Boah. Du würdest die Million nehmen. Ich würde abhauen. Ja. Nein. Wirklich? Würdest du nicht?
Als ob du, weil, Digga, bist du dumm? Also sorry, da muss ich an der Stelle jetzt einfach mal sagen, du bist lost. Du verdienst hier 800 Euro brutto und würdest du mich die Million nicht nehmen? Alter, du willst die Million nehmen. Nee. Hä? Seid ihr beide blöd? Guck mal, wenn ich jetzt, nee, stopp, wenn ich gefragt werde und ich hab schon mehrere Millionen, 1 Million du oder ihr? Du willst die Million nehmen. Ich würde aber auch. Nee, das finde ich aber cool. Nein, guck mal, das so Ding loyal ist, hätte ich euch nicht eingeschätzt. Krass. Ja, wir hätten dich auch nicht so eingeschätzt. Egal, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ist meine Antwort, ich würde nicht die Million nehmen. So, nächste Danke, Frage. Und du auch nicht. Ich auch nicht. Das ist krass, das ist geil. Steckt jetzt in unsere Teambindung. Mhm. Okay, die nächste Frage ist, würden wir nach Madeira ausfahren? Ja. Leider muss ich dazu sagen, dass ich nicht, also es kommt natürlich darauf an, wie lange, ob es jetzt für 3-4 Monate ist oder ob für 2 Jahre ist, aber auf längere Dauer und dass ich mich abmelde und nach Madeira düse und so, sehe ich mich nicht. Ja? Ja. Nein. Tobi würde es nicht machen, aber zeitweise vielleicht, bis er sich dran gewöhnt hat und wir da bleiben. Ich habe gesagt, ich würde nicht dieses 2-Jahre-Ding, mit dass ich mich abmelden muss, alles hier aufgebe und darüber, aber so für längere Zeit, so ein paar Monate oder 3, 4, 5, 6, stinkt der? Nee, du, ich kotze gleich. Achso, würde ich schon, also ist ja, ne? Wir machen, auch. Also haben wir ja auch vor jetzt. Ja, eben. Also, mal, aber ja. Wann haben wir das letzte Mal Alkohol getrunken? Vorgestern. Eben, vor ungefähr 20 Minuten. Also wenn du jetzt nicht jeden Abend säufst, würde ich fast schon sagen, ihr beide letzte Woche. Doch nein, Tobi hatte bestimmt wieder ein Date. Nee, das auch nicht. Du hast da einen Fussel auf der Nase. Tobi vor 2 Tagen, Julius vor 1 Woche. Okay, Julius, wann hast du? Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich glaube vorgestern. Und du? Ich habe vor 20 Minuten oder so. Was? Ich habe extra einen Schluck, einen Mini-Schluck Berliner Luft getrunken, damit ich diese Frage positiv jetzt beantworten kann. Das war einfach für den Gag, weil du kannst nicht wissen, dass ich vor 20 Minuten... Doch, ich hab's kurz hast überlegt. Du oben lagst? Hast ich hab kurz überlegt, dass ich das nicht gemacht hast. Also oben dachte, lagst, das schmeckt so scheiße. Das ist schon ewig offen gewesen, ne? Und du hast vor 2 Tagen getrunken? Ja. Einfach so? Ja. Einfach so ein Bier oder wie? Depression. Oh. Okay, die nächste Frage ist, gibt es etwas, was wir momentan im Team ändern würden? Nicht direkt. Vielleicht ein bisschen mehr Entlastung für Tobi und mich, aber eigentlich nicht direkt, nein. Ich habe es gerade bei Julius schon gehört, mit entlastungstechnisch. Wir haben sehr, sehr viel geplant, deswegen wir auf jeden Fall, entweder man macht es, also wir kriegen selbst hin, dass wir uns irgendwie entlasten und so, oder man plant eben mehr vor, dass man auch mehr Zeit hat, die Sachen zu machen. Aber ich denke, sonst gibt es nichts im Team. Wir sind ein gutes Team, wir ergänzen uns gut und... Guck ich so durch. Unsere Wohnsituation und unsere Office-Situation würdet ihr beide wahrscheinlich gerne ändern. Das habe ich tatsächlich vergessen, aber das stimmt. Stimmt, habe ich ganz schnell gedacht. Euer Gehalt? Nee. Haben wir auch nicht gesagt. Nee, ist gut, dann lassen wir das so selber schuld. Und wer jetzt, du das aber sagst? Jetzt wird der Moment. Und das Fenster ist wieder zu. Auf Kipp war's. Abgeschlossen. Ich glaube, den Workflow so ein bisschen weiter optimieren und ein bisschen mehr Videos im Vorlauf produzieren. Das haben wir auch gesagt. Ja. Also wir haben gesagt, es wichtig wäre Entlastung, aber nicht im Sinne von, dass man einen neuen hat, sondern dass man gibt's nicht. Voraus... Ja, meine ich ja, deswegen. Bitte. Weil das halt mehr vorausplanen, weil dann kann man viel geiler... Ja, true. Sind wir momentan auf einem guten Weg. Ja, das ist wirklich so. Ja. Team Revinzeit. Pfote? Ich mag Patrick nicht. Der heißt Manfred. Nächste Frage. Julius, du, ne? Ja. Ja. Hi. Hi. Welche Instrumente können wir spielen? Oder Instrument, sagen wir mal eins. Ich bin sehr unbegabter Blockflötenspieler. Ähnlich wie Julius kann ich extrem gut Blockflöte spielen. Also ich kann Titanic spielen, ich könnte es noch. Kannst du echt? Ja. Kannst du es nicht? Ich kann es auch nicht. Every night in mine. Nee, war das Titanic, ja, ne? Tobi kann gar kein Instrument spielen. Oh, das ist schade. Tobi kann kein Instrument spielen. Top. Mundharmonika oder sowas? Nee, Blockflöte. Ach ja, stimmt! Ich wusste, dass irgendwas zu blasen ist. Und... Boah, Julius ist ein Instrument. Du gibst mir irgendwie so ein Schlagzeuger-Vibe, ich weiß nicht. Nee, du kannst kein Instrument spielen. Ich kann auch Blockflöte spielen. Das ist nicht mal... Mann, das ist nicht... Alter, das ist immer ein ernst Instrument. Zu nehmen, das nimmst du es nicht ernst? Nimmst du es nicht ernst? Sorry, an alle Blockflöten. Was spielst du denn? Oh, ich bin DJ. Blockflöte ist viel anspruchsvoller. Klavier. Oh, ja. Ich drücke ein paar Tasten so. Ja, Blockflöte, du hast 6 Löcher. Diese 6 Löcher musst du perfekt zudrücken und sowas, dass du den perfekten Ton da rausbekommst. Nächste Frage. Okay. Welches Lieblingsspiel haben wir, also zum Zocken? Rocket League. Rocket League oder Counter-Strike? Bei Tobi ist es, glaube ich, Apex. Nein, nicht Apex. Oh mein nein, Gott. Nein, nein, nein. Oh. Rocket League oder Counter-Strike? Ja, genau, das habe ich gesagt. Und Alter. Bei dir ist es dieses blöde Billardspiel auf dem Handy. Bei Julius ist es Minecraft. War damals. Du warst ein Bandwex, ne? Rocket League, klar. Das hat er dir gesagt. Nein, habe ich nicht. Spielt ihr mal immer privat? Nee, haben wir tatsächlich noch nie. Warum? Ihr liebt beide Rust, oder? Nee. Sollen wir nochmal Rust spielen? Okay, jetzt haben wir letzte Frage. Ja. Das
Also die Frage ist, haben wir das Gefühl, dass deine Meinung uns wichtig ist? Unsere Meinung. Bitte? Haben wir das Gefühl, dass unsere Meinung dir wichtig ist? Ja, genau. Also habe ich das Gefühl, dass meine Meinung dir wichtig ist und hat Julius das Gefühl, dass seine Meinung dir auch wichtig ist? Ja, ich glaube schon. Gerade weil so auf Madeira, wenn wir so Content-Planung machen und sowas, dass er da in gewisser Weise uns vertraut und auf uns hört, glaube ich schon. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, gibt nicht viel zu sagen. Ja, ich habe das. Ja, ich habe das Gefühl. Ich glaube, es hat sich mittlerweile geändert, dass ich es echt ernster nehme. Jetzt nicht mehr. Anfangs habe ich alles noch sehr ernst genommen, was ihr sagt, bis ich gemerkt habe, dass ihr wirklich nur Scheiße redet. Ich würde schon sagen, doch, ich würde schon sagen. Also ich respektiere das schon. Ob ich es dann annehme, ist eine andere Sache. Ich höre mir das immer an. Ey, nur ja, ob es wichtig ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von diesem sehr, sehr kritischen und ernsthaften Video. Ihr seht, unsere Teamdynamik ist ganz gut. Vielleicht lernt ihr demnächst noch wen Neues kennen. Da kommt da vielleicht noch, also... Echt? Achso, du hast deinen Brief noch nicht geöffnet mit der Kündigung. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal bei Tobi vorbei. Der ist jetzt erstmal hier der Platz und frei. Und traurig. Ja. Ist macht's auch. Gut, haut rein. Ciao. Und bei Julius auch. Wir vorbei suchen bei Julius auch. Ja, du bist ja auch entlassen jetzt demnächst, ne? Das ist alles noch drauf. Die Leute sehen das. Okay.